Guten Morgen. Moin, Kevin. So, wollen wir mal Hast du die langsam Tür bis runter? loslegen? Ich fahre mal hier den Wagen weg. Nee, lass uns stehen. Nee. Stehen lassen. Sie sollen. Wer hat denn den Wagen hier? Was ist denn hier passiert? Wo passiert? Ja, Was ist denn? ja. Haben Sie jetzt schon wieder? Wer hat Was? den Motorerder hier eingepackt? Ja, ich. Und warum steht mein das Schild hier bei mir? Welches Schild? Was hier liegt? Ne, bei mir Die steht. siehst du nicht, ne? Ne, bei mir steht das Schild. So. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass wieder etwas mit den Synchronisationen nicht stimmt, weil beim Finch habe ich eine Sonnenbrille auf. Ja, bei mir ist schon wieder gelber Punkt. Wissen Sie Bescheid. Also, So, arbeiten jetzt hier. los jetzt. Ich fahre jetzt hier die runter und dann die. Verstehen Sie das? Auf jeden Fall habe ich kein Schild umgehauen, als ich damit angekommen bin. Ich habe nichts gemacht. Okay. Gar nichts. Lösen Sie einmal die. Ja, danke schön. Vielleicht haben Sie dann auch kaputt gemacht, das Ich Schild. war doch gar nicht an dem dran. Ja, ich ja auch nicht. Denken Sie mal ein bisschen nach, wo das Schild liegt und wo das Ding steht. Dann hätte ich ja Ihr Auto auch erwischt. Also das stimmt wohl mal nicht jetzt hier, was Sie da so wieder erzählen wollen. Erledigt. Ich habe meinen Teil des Jobs erledigt. So, dann gucken wir mal. Ja, was ist das denn hier für ein Loch? Das muss da zugemacht werden, oder nicht? Oder wie? Ja, das wird wahrscheinlich der Finch jetzt beim Ebenen Ich zumachen. glaube, er fängt jetzt erstmal. Finchi, wenn er ankommt, fährst du direkt hier hin? Ja. Hier so, ne? Und schiebst das hier rüber, damit die Nee. Löcher zugehen. Soll ich Nein, das der zum schiebt Zaun das hier schieben hin. oder? Hä? Zum Zaun schieben oder andere Richtung? Nee, jetzt zu mir, damit das Loch zugeht. Bist du bescheuert oder was? Dann soll ich das schieben? Wie reden Sie mit mir? Schieb's bis hier hinten hin. Der soll das erstmal nur gerade machen, im Ebenen. Da steht nichts von Loch zu machen. Also ehrlich, Chefin, jetzt mal ohne Witz, ne? Wenn Sie so weitermachen, ne? Es Ich war sag doch Ihnen nur das, eine ne? Ich Idee. suche mir eine andere Firma, wenn das so Was weitergeht. soll denn das? Nicht zur Ja, Gewerkschaft. nee. Das geht so nicht. Such mir eine andere Firma, ich hab's Ihnen gesagt. Gewerkschaft. Jawohl, Gewerkschaft. Gewerkschaft. Ah. Jetzt mal Bescheid wissen. Lass mir das nicht bieten. Oh, schon 42%? Ja, aber schnell, wa? Krass. Wurde das auch irgendwie gefixt? Guck mal. 44, 45, 46, 59. Wir haben erst ein Loch, ne? Ah ja, gut, ist ja das eine Loch hier, ja. Was? Ja, nicht das eine Loch, aber die eine Ebenstelle, Ebene. Ein Loch. Guck mal, schon 72, 73, 81. Der fährt immer wieder an derselben Stelle rüber. Neunzig. Oh ja, ich sehe das schon wieder kommen, gleich wieder die. Die wahnsinnige Suche nach dem 1%, ey. Wird schon kommen. Oh, kommen Sie mal an der Seite. Ja. Stell mich mal hier auf eine Palette. War noch besser hier oben drauf. Die stehen in mir, ich mag das nicht. Gehen Sie weg!
3, 4, 5, 6, 8. Oh, jawohl! Jawohl. Soll ich das nächste machen? Ja, können Sie machen. Teilen wir das auf, sind ja drei Löcher. Ich werde gut drauf, ey. Bitteschön. Dankeschön. Finde ich halt gut gemacht, ey. Mhm. Ratzfatz ging das, ey. Eine High Five. Hey! Hey! Marille, komm mit. Ja. Komm mit, komm mit. Oh, oh, oh. Ja, hab ich doch versteckt bei der Chefin. Die hat er doch gar nicht gemerkt. Komm rein eben. So, Prost, mein Junge! Prost! Prost! Was? Oh! Ja, ja! Oh komm, wir müssen aussteigen, die alte Gruppe. Oh. Oh, oh, da macht nix. Oh. Was? Was wollt machen die Herren da? Im Munde. Nix. Wir haben gearbeitet. Wo ist denn unser Marillenjupp, ey? Wo ist der? Erbsensuppenjupp, ey. Ich hab den schon ewig nicht mehr gesehen. Hat die den vielleicht. Kann das sein, dass sie den gesagt hat, der soll hier nicht hinkommen? Die waren ja auch schon lange nicht mehr auf dem Markt. Ja, richtig. Der gibt's doch gar nicht. Kevin, hängen Sie damit drin? Nein. Wie jetzt auch sein. Was soll ich denn anders sagen? Ich bin ganz unschuldig, was das angeht. Na, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Fragen die gelbe Weste, hallo? Geht aber irgendwie schneller, ne, oder? Mhm. Diesmal. Ob die da irgendwie was überarbeitet haben. Ich hoffe, dass die schon an dem neuen Bausimulator arbeiten. Ja, weil das macht Spaß eigentlich. Das ist total geil. Boah, hat er gehört? Ja, ja. Genau, ihr wisst Bescheid, ne? Ja. Ihr seid nicht weit weg, ich weiß, wo ihr wohnt. Ich weiß, wo eure Firma wohnt. Bitte? Ja, sie arbeiten da mal schön. Binchen, merkst du was? Hm? Die hat sich das gemerkt, was ich letztens gesagt habe. Was denn? Ja, ich habe doch gesagt, immer über die gelben Striche rüber, damit die verschwinden. Verstehst du? Und habe ich aber gerade auch nie gemacht. Doch? Doch. Du bist da auch drüber gefahren. Ja. Jetzt habe ich wieder hier die 1%, ne? Ja, warum? Noch 9. Noch 9%. Ja. Weil bei mir sieht das eigentlich schon ziemlich... Nee, das sieht nicht gut aus. Glatt aus. Das sind die kleinen Hügelchen. Fahren Sie mal über die gelben Striche rüber. Ja, sie sind gleich fertig. ...96, wieder einen weggenommen. ...97... ...98... Nehmen Sie noch einmal da hinten zum Bauzaun hin. Ja, hier vorne, wo die gelben Striche noch sind, da. Sie mit ihren gelben Strichen, hören Sie auf. Warten Sie mal, wenn die gleich verschwinden. Dann sehen Sie das. Hier, das hier. Das hier. Das da? Hier, das hier, hier, das hier. Oh, das gehört ja noch. Das könnte sein. Wette ich mein lächerliches Baugehalt. Ja,
99, 100. Ah. Sehr schön. Falsche Taste. So, Don, du den nächsten Hügel? Ne, bitte nicht. Ich mach das dann glatt oder so. Ich mach da den nächsten Schritt. Weil das ist nicht so für mich. Ich kann das nicht. Das ist aber ganz easy. Ja, habe ich gerade gesehen. Herr Hoxton. Das ist meine Nummer 1. Ja, was ist da los? Ja gar nicht. Vielleicht will ich das ja gar nicht sein. So, jetzt gucken wir mal wieder Finchi. Der Finchi da drauf, das weiß ich. Oh, was liegt denn hier? Was denn? Ein Knochen. Oh Gott. Ich komme nicht mehr aus dem Loch raus hier. Sie kommen nicht mehr, was? Das wird. Nein, ich komme nicht mehr raus. Gott. Ich komme nicht mehr raus. Du bist auch in alles rein, was geht, ne? Ja, sicher, aus dem Loch. So, ich bin raus. Alles gut, keine Panik. Mhm. Ich wollte sie nur ein bisschen ängstlich machen, weil sonst kommt die Berufsgenossenschaft. Mhm. Und dann wird er ihr gesagt, warum das Loch nicht abgedeckt ist. Mhm. Ja, da wissen Sie mal Bescheid, ne? Können Sie ja beim Schimpf, beim Finchi auf eine Maschine stellen, dann geht auch. Ne, das mache ich. Als Kühlerfigur. Ja. Oh, jetzt macht er aber richtig genau über die Striche. Jetzt macht er richtig. Aber so richtig. Ja. Aber das Loch ist hier immer noch nicht zu, da muss er auch noch zumachen, oder? Ja, vielleicht kommt das ja gleich. Vielleicht kommt das ja noch. Wer weiß. Wer weiß. Können Sie schon mal den Motorerder hier rüberfahren? Nee. Den lassen wir noch da stehen. Na gut. Mit dem Sie das Schild kaputt gefahren haben. Hab ich nicht. Ja, ja. Ich hab nichts kaputt gefahren. Ich muss das wieder als Verlustmeldung schreiben. Ja, ja. Ne, Sie brauchen keine Verlustmeldung schreiben. Sie sagen, alles klar. Na ja, alles super. Ich hänge mich an der Decke und gut. Ja, ja. Das hätten Sie wohl gerne, ne? Mhm. So wird's sein, wahrscheinlich. 60%? Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit die Brille auf? Ja, Sie sind doch so ein bisschen augenempfindlich. Ach so, ja, ja, das stimmt. Da haben Sie recht. Aber nur ein bisschen, ne? Es legt sie immer nieder und in Löcher und so. Damit filtern sie ihre Augenkraft. Sagt man das so? Ja, kann man so sagen. Ah, das wird aber jetzt ein bisschen kniffliger, wa? Geh mal darüber. Na, er hat ja überall noch die gelben Striche auch liegen, ne? Ja, genau, die gelben Striche müssen weg. Ja. Neunzig. 93. Vierundneunzig, 95, 96. Ja, ich habe es geschafft. Er findet noch mal der vordere Bereich, da liegt noch ein Hügelchen. Mhm. 97. Vorne noch mal. Hier. Mhm, ich sehe ihn. ...98, 99, 100. Yes! Sehr gut. Sehr gut. Ich bin jetzt gespannt, was der nächste Bereich ist. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich mit dem Motorerder da glätten. Ach, du bist auch so ein Motorerder.
Meine Motorerder. Oh, ich mach Katsching. Braucht kein Schwein. So, was passiert jetzt? Aufreißen mit dem Motorerder, ja. Motorerder? Ich mach das schon. Bist du sicher, dass er mit dem Motorerder ja. ist? Okay, ich mach das jetzt. Oh Leute, jetzt wird spannend. Ich zum ersten Mal in so einem Motorerder. Lad die Raupe wieder auf. Ja, ich komme. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, das Teil. Ey. Oh, ich habe ihr Auto kaputt gemacht. Hm. Das schlimm? Ja. Nein, ist nicht schlimm. Aufreißen. Wahrscheinlich brauche ich nur hinten die Haken runter machen. Und das meinen die mit dem Aufreißen. Ich probiere das einfach mal aus. Weil ich habe selber keine Ahnung, aber... Wir gucken gleich mal. Wir setzen die Eierpfeile gleich mal da an. Was möchten Sie da ansetzen? Und dann gucken wir mal, ob ich das hinten aufreißen muss. Hinten. Sehen Sie hinten die Kralle? Mhm. Wahrscheinlich muss ich das damit aufreißen, aber das werden wir gleich sehen. So, ich stelle mich schon mal in Position. So, gucken wir mal. So, aufpassen. Moment, ich stehe nicht gerade. So, einmal auf F. So, gucken Sie mal, ob Sie sichern können. Ich hau ja. mal einen raus, ne? Jo. Herr Finch, können Sie mal ja. unser neues Fahrzeug kaufen, was ich gekauft habe, holen? Ja. Gut. Aber natürlich. Aber selbstverständlich. Geil, hör mal. Ist das gut? Boah, schön. Ich hab schon 32% gemacht. Ist der voll? Ja, der ist voll. Hm. Nee, der ist noch leer. Oje. Mir schwant Böses. Wahrscheinlich selbst erstmal voll machen. Oi. 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 Das hat er aber drauf, hör mal. Kann er das? Ja, das hat er drauf. Das mit dem Motorerder, da wird er wohl einiges schaffen. Wie heißt das Ding? Motorerder. Ja, heißt der doch, oder nicht? Aber wofür? Das ist doch irgendwie, weiß ich nicht. Ach, ein Motorgrader. Ach so, entschuldigt, Leute. Das ist der Motorgrader. Erinnert mich so ein bisschen am Landwirtschaftssimulator, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Ein Grubber oder was? Ja, genau. Oder ein Flug, besser gesagt. Mhm. 84%. Herr Finch, wo sind Sie gerade? An der Tankstelle, ich muss sie noch voll machen. Ach so. Irgendwie. Mal gucken, wie das jetzt hier funzt, ne? Mhm. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich gebe mal Gas. Hundert. Fertig. Katsching. Aje. Aje. Wir brauchen einen Buggy. Aje. Aje. Mal gucken, warte mal. Ich lage aus. Ja, fahren wir dann ja. eben und holen den, Herr Ochsen. Wie soll das denn? Ich muss jetzt erstmal gucken, was Sie wieder ausgelagert haben.
Den Cut. Sonst alles gut oder was? Was denn? Warum nicht noch einen größeren? Ja, haben Sie das Loch gesehen, was da kommt? Ja, ich komme mit dem Tieflader. Ja, ja, ich sehe schon den Bagger. Ja, ich komme mit dem Tieflader, warten Sie. Da kann ich mit dem Ding nur auf dem Betriebsgelände da auftanken. Nee, glaube ich nicht. Weil der ist nämlich leer. Du kannst ja mal gucken, ob du hier auftanken kannst. Ja, habe ich ja vor. Weil an der normalen Tankstelle geht's nicht. Nee. Auch nicht? Nee. Guck mal, ich versuche mal. Komm mal zurück, spring du mal hier in den Bagger. Und ich versuche das mal. Der muss ja irgendwo voll gemacht werden. Ja, ja. Jetzt steht da G-Tanken. Weil dann tankt er den normalen. Ne? Genau, dann tankt er den normalen Tank vom Fahrzeug voll. Mhm. Vielleicht ist er ja schon. Nee, weil. Können Sie ja gleich ausprobieren. Der LKW kann ja getankt. Der fährt auch nicht weg. Ich kann nicht fahren. Ja, weil du im Bedingst. Drück einmal Tab. Jetzt kannst du fahren. Was war denn jetzt? Du hast den Funktionsmodus geändert. Weil du musst nämlich auf Tab gehen oder beziehungsweise den Modus ändern, damit du den an der Seite den Schlauch siehst. Ich glaube, ich habe eine Idee. Jetzt, warte mal. Wohin soll der Bagger zur Baustelle? Nein, die kommt runtergefahren. Ach so. Aber ich verstehe nicht, dass man das nicht voll tanken kann, das Teil. Du kannst ihn auch nicht befüllen oder so über F, weißt du? Naja. Können Sie mich befüllen? Ja, probiere ich mal aus. Kommen Sie mal zu mir hier. Ich steige mal aus. Das ist der Fahrmodus. Warte mal, nee, ich muss ja den Modus ändern auf jeden Fall. Genau, damit du an der Seite den Schlauch siehst. So habe ich. Und jetzt müsste ich ja aussteigen können und den Schlauch nehmen, richtig? Und das funktioniert nicht. Der kann ja auch nicht, das Ding ist ja leer. Ja, eben. Das ist Schwachsinn. Warte mal, was ist denn hier hinten? Die Klappe ist aufgegangen, da ist ja nichts drin. Ich versuche den mal voll zu machen. Warte mal, ich fahre jetzt mal gucken. Weil der muss ja irgendwie, das muss ja irgendwie gehen. Ich fahr mal zur Tankstelle, ja? Ich probier mal. Aber 90, 30, 82 ist aber kein Diesel, ey. Der Diesel ist doch 33,03. So, genau. Ich hab Platz gemacht, der Finch. Ja. Aber den muss man ja irgendwie auffüllen können, das geht ja nicht anders. Ich probier das mal aus. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber. So, jetzt fahre ich mal zum. So. Fahre ich mal zur Tankstelle, aber ich fahre andersrum rein. Ja, da war ich ja auch schon, aber da habe ich auch nichts. Da kannst du auch nur das Fahrzeug tanken. Ist das nicht komisch? Ja, ja. Vielleicht dachte ich jetzt über F, weißt du, dass man den befüllen kann. Ja, ja. Tanken reparieren steht hier. So, ich werde jetzt mal den Modus ändern. Tanken, geht das jetzt?
Ich steig mal aus. Also auf die Idee bin ich aber noch nicht gekommen. Wie das jetzt funktioniert hier. Irgendwie verstehe ich das nicht. Wenn man den jetzt hier voll tankt. Ist schon ein bisschen komisch, ne? Einsteigen. Gibt's da keinen anderen Modus? Warte mal. So, Chefin, gucken Sie mal. Ja. Jo. Alter, wie krieg ich den denn voll? Sollen wir schon mal zur Baustelle fahren, Chefin? Jo. Machen Sie die Röhre leuchten an. Wie soll ich den denn voll kriegen, ey? Verstehe ich nicht. Warum müssen das Licht wieder aus? Ich hatte das Licht doch eigentlich angehabt. Komisch. Ziemlich wenig Verkehr unterwegs um diese Uhrzeit. Ja. Ich fahre mal an irgendein Auto dran und guck mal, ob ich den tanken kann. Vielleicht ist das noch ein Bug, dass das nicht angezeigt wird. Kann ja sein. So, ich bleib mal hier stehen. Dreh mal um. Ich fahr mal an unseren Pritschenwagen hier ran. So, mal gucken. Ändere mal den Modus. So. Und jetzt? Was kommt jetzt? Da ist also der Tank. Den Schlauch kannst du ja auch nicht in die Hand nehmen oder irgendwie so. Nein, gar nichts. Ach, alles klar. Wenn du dann in das zu betankende Fahrzeug steigst, ja, dann steht da reparieren und tanken. Okay. Ich gehe mal auf tanken. Ja, der tankt dann. Okay. Du musst praktisch neben dem Fahrzeug fahren und dann umsteigen. Ja, komm mal ran, ich zeig dir das. Komm her. Vielleicht kann ich das gerade nicht aufsteigen. Der kann beides. Der kann auch reparieren, ja. So, ich gucke jetzt nochmal, ob ich ein anderes Fahrzeug finde, was getankt werden muss. Weil der war jetzt voll. Wo muss getankt werden? In welchem Fahrzeug? Ja, hier, der LKW kann auch getankt werden. Wahrscheinlich der Motor Erde auch. Motor gerade. Ja, ich kann ja mal gucken. Sind Sie jetzt der Tankwart? Ja, weil dann brauchst du das Fahrzeug nicht voll tanken. Nee, dann ist er dauerhaft quasi. Dann ist er dauerhaft voll. Ich guck mal eben. Kann mal eben einer einsteigen? In den Motor, hast du den gesehen? Gerade jeder Meister Eder? Bin drin. Ja. Und dann, wie viel Sprit hast du noch? Ja, ist noch, ja, gerade mal, was weiß ich, Drittel und ein Viertel weg, wenn überhaupt. Aber du kannst es sehen, ob er getankt wird oder nicht. Ja, komm mal zurück. Ja, ich komm ran. So, ich bleib mal stehen. Ich wechsle den Modus. Ja, ja jetzt mal. kann ich sehen, ja. Tank den auf. Jo. Ist voll, ne? Ja, ist voll. Alles klar, gut. Dann haben wir das Thema ja erledigt. Ja, gut. Dann wissen wir zumindest schon mal, wie das funktioniert. Ja. Und ihr da draußen wisst das jetzt auch. Das heißt, der ist grundlegend voll, das Auto. Gut, da haben wir den Motorgraber da nicht geliehen. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt weg muss oder nicht weg muss. Ja, der muss wahrscheinlich weg. Warte. So, ich gib ihn ab, Chefin. Ja, und dann können wir auch gleich Feierabend machen hier. Müssen sie akzeptieren. Ja, ja, ich guck grad, wo meine Maus ist. Die ist nicht sichtbar. Da. Okay.
Ja, Chefi, dann kommen Sie mal ran. Ja, warten Sie. Ich würde sagen, wir fahren mit dem LKW noch zurück. Nee, den muss ich aber wenigstens zumachen hier. Das sieht sonst. Nein. Warten Sie doch mal. Also, das gibt's doch gar nicht. Ach so, ich sagte, Sie wollen das. Okay, dann. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Leute, bitte. Feierabend. Wenn es um Feierabend geht, sind die Herren immer sehr pünktlich. Das ist nicht ganz richtig, was Sie da sagen. Ein paar Stunden, ja, gut, kostet Geld, ne? Naja, kostet sowieso Geld. So, Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.